Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Transport Fever mit ZRSS auf dem südostmalaysischen Fernsehen. Und heute haben wir vier Linien zu vernetzen. So, nehmen wir einfach mal hier Linie 4, machen 1, 2. Das ist auf jeden Fall erstmal dieses LKW. Elsdorf, genau, Elsdorf. Einmal LKW Elsdorf. Zack, haben wir das schon mal weg. So. Machen wir Linie 3. Hier. Und da. Das funktioniert aber noch nicht. Diese Linie. Da. Und da hinten. Das funktioniert. Und diese Linie ist dort und da. Und das ist Zug 27. Getreide 4. Das ist zu 28 Brot Beltheim und das wird Zug 29 sein und das ist der Brotzug von Elsdorf. Zerg Elsdorf. Und die Linie tun wir jetzt noch verknüpfen. Die haben wir nämlich hier aufgehört zu gestalten. Noch ist sie da. Hier wird der andere jetzt völlig ausgebremst. Wir fahren aber weiter geradeaus. Richtung Elsdorf. Noch ein bisschen schräger fahren, oder? Nee, doch nicht. Mal hier. Warum möchte der so tief nach unten? Ich finde hier eine Brücke angepasster. Die auch irgendwann mal nach unten führt. Am besten. Zack. Hoffentlich klappt das. Anscheinend ja. Noch nicht, oder? Doch, funktioniert. Ist nur eine blöde Farbe. Ja, setzen wir hier drauf mal ein paar Züglein. Und die kommen von da hinten. So. Den da, den da. Hier sind die zwei zusammen. Können wir den da machen. Und den da. Krass. Nehmen wir hier ein paar Signale. Haben wir jetzt schon die elektrischen Signale, das finde ich gut. Der muss hier warten. Der muss. Ne, hier. So. Dann muss der hier warten.
Genau. Hier vorne muss der warten und der warten. Und hier muss der warten und der warten. Hoppala. So, Signale sind auf jeden Fall eingerichtet. Hier muss auf jeden Fall der warten. Weil der hat dann immer Vorrang. Beziehungsweise, wenn er hier drinnen steht, muss er hier warten. Oder auch hier. Das ist in dem Fall ja so. Wartet da eigentlich jetzt schon mal ein bisschen mehr hier oben? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, wir setzen jetzt auf hier ein paar Züge drauf. Drei an der Zahl. Dann gucken wir erstmal, was der kann. Der kann 100, hat aber eine Leistung, ach, eine größere Leistung, eine größere Zugkraft. Okay, aber ich nehme trotzdem erstmal diesen hier. Das ist bisher meine schnellste Möglichkeit, hier Sachen zu transportieren. Mach hier eins. Güter mit Vieh 1, 2 mit Vieh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und mit Getreide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und den weise ich gerade mal zu auf diese Linie. Nee, ich bin noch nicht fertig. Ja, den können wir auch mal nebenbei angucken. Neunundzwanzig, 28, 27. Züge kaufen. 1, 2. Naja, schon. Zack. Erstmal auf den obersten hier. Güter. Lebensmittel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Linie zuweisen. Beltheim. Und den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Obwohl es jetzt noch nicht so der wirkliche Zeitpunkt dazu ist. Dem schauen wir jetzt erstmal hier zu. Ist er schon etwas länger als die anderen. Hat der vorne irgendwas draufstehen? Eins, vier, sieben, zwei. Ich jetzt in die Details drin? Nee. Pflanzen auch nicht. Jedenfalls ist er hier gerade. Sehr große. Er ist noch Dampfzüge. Da passt das eigentlich noch gar nicht mit dem elektronischen Weg hier. Das schaut schon mal lustig aus, ja. Habe ich schon mal die falsche Taste gedrückt?
Jetzt habe ich den richtigen gedrückt. Ah, gehen die einfach aus. Alles klar. Ja, da fahren wir mal ein Ründchen mit dem mit hier. Aber das seht ihr dann in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Bis dahin. Ciao, ciao.